Die bleibt gleich da. Wir haben davon. Dann können wir später noch Fisch braten. Sehr viel davon. Das ist auch sehr angenehm. Machen wir mal Fischnuggets. Die kann man nicht stecken. Fleischpakete. Die bleiben schon mal hier. Wie viel haben wir jetzt schon? 3 Stück. Nice. Den Kram kann ich hier lassen. Das gute Fischfilet muss ich leider auch irgendwie hier lassen. Wasser damit. Ich könnte nochmal Wasser holen. Das braucht immerhin keine Energie. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeug dabei, alles klar. Oh, ich habe schon Stahlschwert. Warum habe ich jetzt mal eins gebaut? Verdammt. So viel Wasser hier rein. Da können wir nämlich auch das Bier anfertigen. So, viel Stäbchen dabei. Ich glaube, ich werde so langsam hungrig. Wer hätte das erwartet? Das letzte Wasser kommt hier noch mit rein. Die Asche werde ich dann gleich mal drüben los. Heute ist Schlangetag und morgen ist Inquisitortag. So, dann haben wir das. Für 7 Kisten. Ich weiß nicht, wie ich die Kisten herstellen kann. Die Aristokratenflaschen Parfum. Das heißt, wir brauchen noch irgendwo einen Frosch her. Kann ich hier Kisten herstellen? Also, nein. Was kann ich hier eigentlich? Ah, ich kann das Zeug verlieren. Ich kann noch ein paar Pamphlete machen. Na gut, ich hole mal die restlichen Dinger aus dem Dings da drüben. Mit. Da haben wir ein normales Schwert. Vielleicht kann man das ja dem Schmied verkaufen, ich weiß es nicht. Dann machen wir nochmal fix 5 Flugblätterchen und holen uns damit ein weiteres Rufpunkt. Vor allen Dingen 2 Spiritualität. So, Marketingkampagne. Wir müssen immer noch Zeug verkaufen, ich weiß nicht wie. Weil hier können wir definitiv nichts bauen, außer wir können ein paar Sachen entfernen, aber das bringt ja nichts. Wenn wir dabei sind, gehen wir natürlich ins Gasthaus und verkaufen schon mal Kram. So, die Fischstäbchen verkaufe ich jetzt mal.
Das Fleischpaket sowieso. Dafür ist es ja da. Den Kram hier. Die Fischstäbchen wollte ich verkaufen. Das Bier können wir nicht. Ja, ich vergiss es. Oh, da drüben ist eine Geschichte. Die haben wir liegen lassen. Wir sind jetzt gerade beim Dorfteich, also können wir auch gleich mal schauen, ob wir hier vielleicht Frösche fangen. Ich muss noch rausfinden, wo dieser Dorfteich da drüben war. Ja, da ist schon wieder jemand, der verbrannt werden will. Frösche, ja, da hinten gibt es Frösche. Aber nicht mit Maden. Jetzt haben wir ein paar Schmetterlinge, vielleicht funktioniert es damit. Schmetterlinge mögen Frösche auch nicht. Laufen wir mal schnell nach da oben, vielleicht reicht es ja noch, dass die Wache da ist. Was Kukul betrifft. Ich muss Kukul reden. Ich kann dich nicht reinlassen, aber du kannst ihn außerhalb der Festung treffen. Jede Nacht geht er in den Wald im Westen, nicht weit von hier. Niemand braucht mehr die Burgfeste, aber irgendwie müssen wir hier unten kommen. Das ist die Burgfeste. Der Weg ist versperrt. Gut. Jede Nacht geht er in den Wald im Westen von hier. Westen ist da. Wo bist denn du? Hey, komm ja nicht auf die Idee, hier Bäume zu fällen. Nein, ich schau mich nur um. Gut, ich bezahle diesem Dorf eine Menge für das Recht, hier Bäume fällen zu dürfen. Das ist echt harte Arbeit. Wenn ich doch eine bessere Axt hätte. Was ist denn, wenn ich dir eine bringe? Ich verdiene nicht viel Geld. Ich habe nicht aber ein Haus. Ich kann dir ein altes Familienrezept beibringen. Pasta. Hält deine Ausdauer bei der Arbeit aufrecht. Eine Eisenaxt. Ja, gut. Ich glaube, so eine Eisenaxt haben wir gerade noch irgendwo rumliegen, die wir nicht mehr brauchen. Schauen wir mal, ob wir rechtzeitig zurückkommen. Ich glaube nicht. Nehmen wir mal ein paar Bärchen mit. Ich glaube, ich muss die Maschine echt mal dringend durchstarten. Ich sehe gerade, ich habe auch den Zeitpunkt für eine Folge beenden und eine Aufnahme beenden verpasst. Aber ihr kommt dann sicherlich klar. So, die Bärchen kann ich gleich hier lassen. Die Fischstäbchen kann ich später verkaufen. Die Geschichte brauche ich da unten. Eisenaxt, rostige Axt. Wo ist eine Eisenaxt? Verbrauchter Hammer. Ich heb doch sonst immer einen Scheiß aus. Ne. Stahlschwert, also ein Eisenschwert, aber sonst nichts. Du kommst mal mit. Von 24. Nee. Habe ich hier irgendeinen Dünger? Das habe ich ja noch nicht mal mehr Torf. Habe ich den Kram hier echt alles verbraucht? Wahnsinn. Kein Torf? Alter! Na gut, dann sammeln wir halt den Torf von da unten ein.
Hanf, sondern Weizen, bitte. Schmetterlingen gab es leider keine Frösche, vielleicht auch Motten. Ah, wir haben noch zwei Motten, sehr schön. Die Burger würde ich gerne für oben lassen. Also für den Hexenhügel. Weil wenn wir da noch mehr verwenden können, wäre das natürlich praktisch. Jetzt laufen wir mal zurück zum Dorf. Ob wir so eine Biene auch zum Angeln benutzen können. Ich meine, das wäre ein bisschen verschwendet, aber möglich wäre es. Also es liegt nicht an eurem YouTube oder sonst irgendwas, sondern es liegt tatsächlich an mir, was ich eigentlich sehr schade finde. So, gib mir meine Axt. Ich habe keine Axt dabei. Ich freundlicher Depp. Dann angeln wir erstmal eine Runde. Ein Frosch brauchen wir nur. Motte, 0. Womit kann man diese Frösche noch angeln? Mit Pilzen sicher nicht. Das wäre total schwachsinnig. Gut, dann halt nicht. Dann gehen wir halt zum Inquisitor. Haben da noch eine Quest offen. Alter. Schon ein bisschen traurig. Dann noch das. Ja, wir können auch ein bisschen was verkaufen. Für ein einzelnes 8. Das ist teurer. Na gut, dann machen wir es so rum. Wenn das schlechte Bier besser verkauft wird. Alles klar. Ist nicht mein Problem. Dann laufen wir jetzt mal hoch, fragen den Inquisitor, ob er die Frau verschonen kann. Wenn er ja sagt, super, wenn nein, dann machen wir eine Hexenverbrennung. Kann ich dich bitten, die Roma-Frau freizulassen? Jemand freizulassen ist nicht grundsätzlich, nicht mit meinen Grundsätzen vereinbar. Aber dieses Mal mache ich eine Ausnahme. Ihre Freunde machen draußen einfach zu viel Lärm. Alles ist bereit für die nächste Verbrennung. Zum Glück hat die Frau einen Sack über den Kopf. Es wird verbrannt und vor allen Dingen es gibt mehr zu fressen und zu saufen. Bier, frisches Bier.
Das Bier wäscht die Sünden rein. Saftige Burger, süß und saftig wie heilige Ekstase. Zwei Stücke bitte. Das Beste von der Verbrennung, das ich, die ich je gesehen habe. Lecker. Räucherfleisch, hahaha. Das ist ein böser Humor. Oh, es gibt auch noch freien Glauben. In der Stadt wird man noch monatelang von dieser Verbrennung reden. Wir sollten das wiederholen. Wann immer du bereit bist, mach dein Zelt einfach fertig und los geht's. Du hast mit dem Verkauf von Bier und Bürgern 33 Bronze Silber verdient. Colin, ihr rennt gefälligst nicht mit meinem Glauben weg. Viel Glaube ist viel Glaube. Ja, ich kann hier jederzeit mehr reinschmeißen. Sehr schön. 33 Silber ist, glaube ich, auch mehr, als ich bekommen würde, wenn ich es nicht per Verbrennung mache. Jetzt haben wir das zumindest schon mal gemacht. Zum Roma-Baron können wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr so schnell, aber es ist ja die Nacht. Dementsprechend in den Wäldern westlich von hier gibt es Zeug zu tun. Schauen wir erstmal was. Oh, wir haben da schon mal wieder ein paar Leichen. Gucken wir dich erstmal an. Erstmal das Frischfleisch. Ja, Frischfleisch. Genau das, was es ist. Vielleicht bist du ein bisschen besser erhalten. Nee. Die Leichen sind immer so sündig in letzter Zeit. Bringe ich jetzt erstmal Zeug zur Seite und dann holen wir noch jetzt Schalter. Ach, das reimt sich schön. Die könnte man eigentlich mal wieder anwerfen. Hier. Das Salz kann ich da rüberwerfen. Wie man Frösche fängt, das werde ich jetzt gleich später einfach mal googeln. Und das erfahrt ihr dann einfach in der nächsten Folge. So, haben wir jetzt genug Pilze, um gebratene Pilzlinge zu machen. Schön. Die vier bleiben da. Das Dorf kann ich gleich auch hier lassen. Dann kann ich jetzt gleich die Holzschalte da oben mitnehmen, neue Schalterhäufchen basteln. Ich meine, ach, ihr wisst schon. Hier fehlt mir Dingszeug. Nicht viel. So, die zwei anderen schon mal da rein. Die beiden nehme ich jetzt mal mit, konzentriere mich dann mal kurz auf die Geschichten. Kapitel bauen. Ich meine, wir haben auch ewig viele Kapitelchen, das ist okay. Kann man was mit anfangen.
Das Weizenzeug muss noch wachsen. Von daher können wir auch kein Bier bauen. Das, was, wo bin ich denn da jetzt gerade hingesprungen? Den Kram nehmen wir alles mal mit. Davon nehmen wir jetzt auch mal so viel mit, wie es geht, weil dann können wir gleich noch mal ein paar Paletten bauen. Der Kram bleibt gleich hier. Muss ja auch alles ordentlich vertreut sein, damit die Leiche nicht runterrutscht, während man sie verbrennt. Ne, da ist es schneller. So rum ist diesmal schneller. Na, schade, den Topf nehme ich nicht mit. Aber man kann nicht alles haben. Der Weizen wächst. Das ist sehr schön. Weil mit so ein paar blöden Burgern und ein bisschen Weizen kann man einmal die Woche 20 Silber verdienen. Das ist. Irgendwann gehen die Leute, den Leuten hier die Frauen aus, würde ich behaupten. Weil irgendwann gibt es ja nichts mehr zu verbrennen. Aber wer weiß, wie groß die Stadt ist, wie viele Leute da sind, die man verbrennen kann. Muss ich da vielleicht einen Zombie mitnehmen, der die Paletten bedient? Ich weiß es nicht. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Für das Fleckchen hier ist, weiß ich auch noch nicht. Das ist, glaube ich, außerhalb der Norm vom Keller. Was habe ich jetzt noch dabei? Ich habe den Kram nicht verkaufen können. Ich muss mal wieder das Inventar sortieren. Das ist leider bei diesem Spiel sehr grausam. Ich brauche eine Eisenaxt. Ich habe tatsächlich nirgendwo eine. So, Axt 1. Ich hoffe, du bist eine Eisenaxt. Hier. Die Asche muss ich noch loswerden. Doch, guck mal, ich kann die Eisenaxt gleich mitnehmen, wenn ich weiß, wo er sie unterliegt. Das ist ein schönes Stahlschwert. Da fehlen uns leider ein facettenreicher Diamant. Wenn wir in die Richtung laufen, nehmen wir den Kram gleich mit. Fehlen noch zwei Papier. Papier muss ich, glaube ich, auch mal irgendwann mal wieder machen. Das ist ja. Yay. Was ich mitnehmen kann, oder? Nee, ist tatsächlich nichts mehr. Den Kram kann ich verkaufen, die Eisenaxt kann ich hoffentlich einfach vergeben. Aber ich hätte noch einen Zombie mitnehmen wollen, wenn ich schon unterwegs bin.
Komm doch mal mit, Junge. Ich habe da eine neue Aufgabe für dich. Untersuchen, also okay, bauen. Gut, dann bleib halt hier liegen. Dann nehme ich dich später wieder mit. Erstmal zu dem NPC. Wer weiß, wann er ins Bett geht. Haben wir eigentlich was bei dem Astronomen noch zu tun? Astrologe, finde heraus, was mit dem Oberbaron über Asperwalder weiß. Ja, dann müssen wir nochmal zum Oberbaron. Das ist auch okay. Das ist ja alles ein Aufwasch. Dummerweise ist dann der Astrologe weg. Axt. Pasta und Lasagne. Das ist alles, was du brauchst, um den ganzen Tag lang Bäume zu fällen. Ohne Fleisch. Fleisch ist teuer. Der Trick ist, die Kohlenhydrate langsam freizusetzen und die Pinseln geben dir Protein. Lasagne und Nudeln. Dann machen wir schnell zum Roma-Baron, sagen ihm, dass seine Freundin frei ist. Wir freuen uns, dass der Esel wieder eine neue Leiche gebracht hat. Also deine Freundin ist frei. Ich habe mit dem Inquisitor geredet, deine Freundin ist frei. Ich hatte also recht. Er ist wirklich dein Freund. Also musst du hier ziemlich wichtig sein. Wo ist deine Schwester? Vermutlich weit, weit weg von hier. Sie haben vor vielen Jahren auf das Schiff der Toten gebracht. Aber sie hat doch ein Kind, oder? Ja, eine Tochter. Einst war sie mir ein Segen, doch nun verspüre ich nur Schande. Das ist sie im Leben. Ja, sie lebt, aber sie hat ihre eigenen Leute verraten. Sogar die Erinnerung an ihre Mutter hat sie verraten. Was hat sie getan? Sie hat das letzte Geschenk ihrer Mutter verkauft, ihre Erbschaft mit Füßen getreten. Und wofür? Für ihre Begierde. Für ihre Dreistigkeit ist sie in die Stadt. In der Stadt kennt man sie als Frau Anmut. Wir haben ihren wahren Namen schon seit Jahren nicht mehr ausgesprochen. Alles klar. Wir wissen jetzt also, wer Frau Anmuts Vater ist und dass ihre Mutter tot ist. Der Astrologe ist wahrscheinlich schon lange wieder unterwegs. Leider. Diego sitzt da noch rum. Der macht auch nichts anderes als den ganzen Tag rumsitzen. Nein, da steht er noch. Sehr schön. Wegen Esmeraldas Kind. Esmeralda hat eine Tochter. Meine Tochter, bis jetzt. Esmeralda starb vor vielen Jahren, aber ihre Tochter geht es gut. Vielleicht hast du schon einmal von ihr gehört. Ihr Name ist Frau Anmut. Aufgabe beendet. Unglaublich, sie ist sehr talentiert. Ich habe sie einmal auftreten sehen. Heul. Oh, ich fürchte, sie wird mich niemals akzeptieren. Ich habe ihre Mutter verlassen, bevor sie geboren wurde, aber ich wusste nicht von ihr. Ich wusste, dass ich Esmeraldas Herz brechen würde. Aber es war zum Wohle der Wissenschaft. Was für ein Narr ich doch bin. Junger Mann, du musst meine Vorhut sein. Rede mit ihr, finde heraus, ob ich noch eine Chance habe. Versprichst du mir dann zu zeigen, wie man, wo man den perfekten Zaun finden kann? Absolut, das wäre der glücklichste Tag meines Lebens. Kann man hier noch irgendwas kaufen? Wir können den Kram noch kaufen, aber was soll's? Und Silberbuch. Also dann. Frau Anmut ist in 2 Tagen wieder da. Laufen wir entweder wieder zurück. Wir machen ja sonst nichts. Den Zombinator müssen wir auch wieder mit heimnehmen. Der ist ja leider nicht so wirklich tätig hier. Haben wir was, was wir direkt verkaufen können? Ja, wir haben was, was wir verkaufen können. Das ist sehr angenehm. Ich kann auch gleich ein paar Federn mitnehmen. So.
Ach, was soll's. Federn sind Federn.